So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich fahre in verschiedenen Matches mit einem Motorboot. Dazu geben wir logischerweise in Gruppenkeile. Gruppenkeile hilft uns immer bei allem in der Regel. So, bevor wir jetzt gleich direkt zur Aufgabe kommen und der noch am Laden ist, kurze Sache, in eigener Sache, man kennt ihn. Unten der PaySafe-Code für alle neuen. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Irgendwann ist die Zahl fast vollständig. Für die Fragezeichen nur Zahlen eingeben. Keine Buchstaben, kam nämlich auch schon in den Kommentaren vor. PaySafe-Code besteht immer nur aus Zahlen. Dann Kurzfassung ist halt, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Die nächste Zahl kommt halt bei 510 Abonnenten hinzu, die nächste bei 520 und so weiter. Die Kurzfassung ist ganz einfach. Irgendwann ist der Code voll, du kannst ihn einlösen. Desto früher du den Code geknackt hast, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dir der Code quasi alleine gehört. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, einfach in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich das Ganze nochmal erkläre. So, jetzt zu den Motorbooten. Also, ganz simpel, Motorboot, logischerweise da, wo Wasser ist. Im Prinzip könnt ihr hier die ganzen Flüsse hergehen, aber wir machen hier eine ganz einfache Variante. Wir gehen zur Mitte, weil da sind alleine schon 1, 2. Dann ist, uiuiui, der Leck des Todes. Da unten ist noch ein Steg. Dann können wir hier auch schon gucken. So, gerade mal gucken, ob ich hier schon auf die Schnelle 1 sehe. Wie gesagt, es geht jetzt nur ums Motorboot, sonst um nichts. Jetzt sag nicht, hier ist kein einziges. Hier ist schon mal keins. Da ist schon eins. So, dann gehen wir da nämlich direkt hin. Ah, ich glaube, da hinten ist, ihr seht ja, da hinten ist auch schon eins. So, dann zack. Und das war's schon. Ich gehe jetzt hin, weil ich die Aufgabe nicht selber schnell machen will. Direkt raus aus Gruppenkeile. Das ist nämlich auch der Grund, warum in Gruppenkeile oft die Runde einfach kein Ende findet, weil die Leute immer erst ihre Aufgabe machen. Tut mir zwar auch leid jetzt für die, die in Gruppenkeile sind, wollen vernünftig spielen, aber für euch muss ich natürlich die Aufgaben machen. Von daher mache ich das Ganze natürlich jetzt hier ein bisschen schneller. Und ihr seht ja, wir sind schon wieder in der nächsten Runde drin. Und die alten Hasen unter euch wissen ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit. Kommentierzeit. Falls ich dir hier mit diesem kleinen Trick schon geholfen habe, lass auch du gerne ein Abo da. 503 Leute vor dir haben es auch schon getan. Also sei kein Frosch und Support ist kein Mord. So, wie ihr seht, wir sind schon wieder in der nächsten Runde. Und wir müssen auch nur noch eins knacken. Dann haben wir das eigentlich auch schon. Aber vielleicht kann ich hier zwei Fliegen mit einer Klatsche. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Schreibt mir in die Kommentare, wie der Spruch richtig geht. Ich komme gerade absolut nicht drauf. Ist halt, wenn man Videos aufnimmt. Nervosität immer noch. So, wir fliegen nämlich hier hin, weil ich brauche nämlich eh noch einen Orientierungspunkt. Und da müsste eigentlich safe auch ein Boot sein. Gehen nämlich auch direkt runter. Zack, 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 komm. Also das finde ich ist bis jetzt so die einfachste Aufgabe, die, also was heißt einfachste? Die Aufgabe, die bisher am schnellsten zu lösen ist. So, gerade mal schnell hier ein Auge noch hinhalten. Ist hier ein Boot? Boot? Jetzt ist hier kein Boot oder was? Bin ich blind? Ah, doch, hier seid's. Dann mache ich das nämlich anders da. Steig hier ins Boot. Zack. Seht schon die 14. Das Boot ist so laut. Ist hier kein Orientierungspunkt? Macht ihr mit? Hier ist ja noch Orientierungspunkt, oder nicht? Wollen die mich hier trollen? Oder zählt die Brücke da komplett mit? Ah,
Ja, und inzwischen macht es auch Sinn, immer den Punkt zu treffen. Ich schätze mal, das ist die ganze Brücke und das ist das ganze Gebiet, dann nehme ich mal an. Ah, seht ihr, ich wollte noch gucken, ob man mit dem Auto fahren kann. Hier darf man also nicht angeln. Ah, die ganze. Nee, nicht die ganze Brücke. Was soll hier der Camping? Ne, da war ja mein Boot, Camping. Was ist denn hier gemeint als Orientierungspunkt? Also falls ihr dasselbe Problem habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich bin jetzt einmal hier komplett durch. Ah, man muss hier hingehen. Ja Leute, dann habt ihr aber ein bisschen falsch die eure Map da gemacht. So, aber wir gehen jetzt direkt mal raus, mal gucken, was wir dafür bekommen haben. Und ihr seht ja, 5 Minuten. In der Zeit, wo ich jetzt den Orientierungspunkt mir noch schnell geholt habe, wärt ihr quasi einmal rausgegangen und wärt wieder neu reingegangen. Also ihr hättet die Aufgabe jetzt genauso schnell gemacht. So, aber dafür gab es auch nur EP, richtig? Ja. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Aufgabe. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, Like, schreibt was in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.